herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und auch schon zum Tag 6 von 7. Ich habe heute den Titel dieses Videos ein bisschen zu ernst genommen, würde ich sagen, denn das Ganze soll so ein entspannter Tag werden, wo wir nicht wirklich was machen und eher entspannt und runterkommen. Und ich habe gerade was gegessen, deswegen sieht man das. Ich habe auch genau das gemacht. Ich habe mich einfach heute bis 12 Uhr geschlafen. Ich schlafe nie bis 12 Uhr. Ich kann normalerweise nicht länger als bis 8 schlafen. Aber heute war ich irgendwie so kaputt und müde, weil ich bis 12 Uhr geschlafen habe. Jetzt ist es irgendwie 13 Uhr und ich habe gerade angefangen zu frühstücken. Ja, also bei uns gibt es eigentlich gleich schon Mittagessen, aber ich frühstücke gerade noch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so zu Netflix-Serien und so weiter steht. Denn ich habe letztens einen Kommentar bekommen von einem Mädchen, glaube ich. Und sie hat mich gefragt, ob ich eigentlich Netflix gucke, da das bei ihr so eine Sache ist, die sie von sehr vielen Dingen abhält. Dass sie zum Beispiel damit immer so prokrastiniert. Und bei mir ist es halt so ein bisschen anders. Also ich gucke relativ wenig Netflix, ich gucke eigentlich so fast gar keine Filme. Und wenn ich halt was gucke, dann gucke ich immer nur so koreanische Serien. Und ich persönlich sehe das ein bisschen als was Gutes, da ich ja auch Koreanisch lerne und außerdem bin ich auch so ein bisschen in dieser Korean Entertainment Community und kann mich deswegen damit gut austauschen, was ich eigentlich einen Vorteil finde, wenn ich da so ein bisschen meine Sozialkontakte habe und über sowas reden kann. Deswegen finde ich es eigentlich eher cool. Ja, Netflix ist so eine Sache, die, glaube ich, jetzt generell in unserer Gesellschaft sehr negativ ist. Also wenn man sagt, ich gucke die ganze Zeit Netflix, ist es eher was Negatives. Aber ich glaube, man muss halt vor allem für sich selbst gucken, wie man das selbst wahrnimmt, weil mir ist es halt so, dass ich sage, es ist was Positives, wenn ich es mache und für andere kann es was Negatives sein und so weiter. Das kommt natürlich auch darauf an, in was für einem Ausmaß man das macht und wie und wann und warum und so weiter. Genau, ihr könnt mir gerne mehr ja eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Und ich werde jetzt auch mal eine Serie weiter gucken und zwar gucke ich momentan Startup. Und ich habe euch ja schon in dem Video am Dienstag erzählt, dass ich momentan bei der 7. Folge bin und ich bin immer noch bei der 7. Folge, weil ich irgendwie die weiter gucke. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein bisschen ein schlechter Eigenschaft von mir. Ich bin halt immer so unfokussiert, wenn ich das gucke. Bei mir persönlich ist dieser Catch bei Serien und Filmen nicht so da. Also ich finde es nicht so interessant immer, wenn ich Filme oder Serien gucke, weil ich immer denke, mich interessiert das Leben von anderen Personen nicht so mega, dass ich da so richtig in das so reingezogen werde. Ist auch bei Büchern bei mir aber so, also irgendwie. Übrigens kann ich es nicht fassen, dass mir niemand erzählt hat, dass es so eine Netflix Language Learning Extension gibt. Ich sag das mal, das ist so was Cooles und das hat mir niemand erzählt. Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich das nicht vorher wusste. Also, wenn ich es sozusagen hier anmache, ich habe es jetzt an, dann kann ich hier auch noch so Dinge einstellen, wie zum Beispiel Audiosprache, bla bla bla. Da kann ich so alles einstellen. Und dann, wenn ich es angucke, dann stehen halt die Untertitel in beiden Sprachen da und ich kann sogar auf Wörter raufklicken und sehe genau, was bedeutet. Ich kann die dann auch natürlich hier so favorisieren und nachschlagen. Ich sehe hier oben die Aussprache und das ist einfach so toll. So, wo ich zum Beispiel wissen möchte, was bedeutet das hier? Aha, to make. Ihr könnt es auch übrigens auf Deutsch einstellen, falls ihr nicht so gut in Englisch seid, dann könnt ihr es auch auf Deutsch einstellen, also alles gut. Also ich hole mir jetzt mal die neuesten Kommentare von euch an und einige haben nämlich gefragt, wo ich meinen Fernseher hingemacht habe, der eigentlich immer hier drauf stand, also auf meinem Regal. Und tatsächlich habe ich mit dem Fernseher bisher noch gar nichts gemacht und wie ihr jetzt vielleicht auch schon mitbekommen habt, gucke ich halt nie Fernsehen auf meinem Fernseher, denn ich gucke eigentlich nie generell so richtiges Fernsehen, sondern wenn, dann gucke ich nur sowas bei Netflix oder bei YouTube und das mache ich dann immer auf meinem Handy oder auf meinem Laptop und deswegen brauche ich auch eigentlich keinen Fernseher mehr, weswegen ich ihn jetzt auch sozusagen erstmal nicht benutze und der dann jemand anderes haben kann. Ja. Und ich habe ja gestern das Social Media Detox Video gemacht und da kam auch eine Frage, was ich denn mit meiner Time Tracking App gemacht habe, weil ich ja keine App da sozusagen hatte, ohne Handy. Und das ist diese App hier, wo ich immer meine Zeit messe, meine Zeit tracke. Und das habe ich dann einfach gestern mal nicht gemacht. Und ja, genau, das habe ich dann gestern einfach mal ausgelassen, obwohl ich das eigentlich nicht mag, das nicht zu machen, weil ich immer meine wöchentliche, meine monatliche, meinen Rückblick mache. Und deswegen ist es halt blöd, wenn so ein Tag nicht getrackt ist. Aber genau, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm für einen Tag. Ja, was soll's. Hast du die Serie zu dem Buch Anne of Green Gables gesehen? Nein, ich habe auch schon Anne of Green Gables sehr früh gelesen. Also ich war, glaube ich, 8, als ich das erste Mal gelesen habe. Und da gab es die Serie auch noch gar nicht. Deswegen habe ich auch noch gar nicht gesehen. Dabei ist sie dann empfehlenswert. Könnt ihr mir gerne was schreiben. Dann hat jemand geschrieben, du kannst auch die Kabel, die ich hier in meiner Kabelbox hatte, einfach wickeln in eine Klopapierrolle reinmachen. Dann brauchst du kein Gummi dafür. Das ist auch eigentlich eine voll coole Idee. Dankeschön. Okay, dann die nächste Frage ist, mich würde interessieren, welche Fächer du so in der Oberstufe wählen möchtest oder belegen wirst. Und tatsächlich wollte ich eigentlich so viele Fächer wie möglich weitermachen. Deswegen mache ich auch quasi einen Extrakurs. Und zwar die Fächer, die ich machen werde, sind
Deutsch, Mathe, Englisch, Leistungskurs, Politik, Leistungskurs, Spanisch, Wirtschaft, beziehungsweise ich habe Wirtschaft auf Englisch, deswegen Economics. Sport muss ich weitermachen, Musik muss ich weitermachen. Und das war's, glaube ich. Ich muss noch ganz nachgucken. Ja, Biologie mache ich natürlich auch noch weiter und Geschichte mache ich auch noch weiter. Genau. Aber sozusagen die Endwahl ist sowieso noch nicht getroffen, da wir die erst irgendwie nächsten Monat oder so wählen. Also ja, das war jetzt immer nur die Vorwahl. Aber das sind die Fächer, die ich gerne belegen würde. Beziehungsweise ich würde eigentlich auch noch gerne zum Beispiel jetzt Fächer wie Psychologie belegen. Aber ja, ich kann das nicht mehr machen. Deswegen muss ich es leider abwählen. Okay, dann hat noch jemand gefragt. Ich wollte dich mal fragen, wie du deine koreanische Aussprache gelernt hast. Weil da gibt es ja irgendwie echt viel zu beachten. Ja, es gibt viel zu beachten. Ich glaube, was du eher meinst mit dem Beachten, sind die Regeln. Also beispielsweise, wenn man irgendwas hat und dann ist unten ein Konsonant, der irgendwie, wenn ein anderer Konsonant folgt, anders ausgesprochen wird, das nennt sich Batschim. Und das ist ja eine Regel einfach, die man lernen muss, beziehungsweise das sind Regeln, die man lernen muss. Und das habe ich eigentlich nie wirklich so richtig gelernt, sondern ich habe es so davon, also ich habe es so gelernt, indem ich andere Dinge gelernt habe und das dann so aufgenommen habe zwischendurch. Also ich habe diese Regeln nie richtig gelernt. Also ich empfehle wirklich, diese Regeln wirklich zu lernen und nicht nebenbei zu lernen, wie ich es gemacht habe. Und wenn du wirklich die Aussprache meinst, dann ist es eine ziemlich lustige Geschichte. Ich habe letztens meine koreanische Lehrerin gefragt, wie sie das Ganze so einschätzt. Denn sie hat mich nämlich gefragt, wo ich meine Schwächen sehe. Und ich meinte, was ich verbessern möchte, ist meine Aussprache und meine Sprachmelodie, weil ich finde, dass ich das noch nicht so gut kann und deswegen denke, dass mich zum Beispiel jetzt KoreanerInnen nicht so gut verstehen. Aber sie meinte zu mir, dass eigentlich eine Aussprache und so die Sprachmelodie gar nicht so wichtig ist. Also wenn man zum Beispiel nach Korea geht und jemandem reden möchte, ist das gar nicht so was Wichtiges. Und sie meinte, das, was wahrscheinlich mich eher am Koreanischen hindern wird, ist entweder meine Motivation oder Vokabeln. Aber dass zur Aussprache gar keine Sache ist, die so mega wichtig ist in meinem Fall. Und ja, ich glaube, das kann ich eigentlich nur weitergeben, dass du vielleicht eher auf andere Dinge wie jetzt Vokabeln Fokus legen solltest und dann die Aussprache dann dabei irgendwie kommt. Ich hoffe es zumindest, die Aussprache nebenbei irgendwie kommt. Aber ich glaube eigentlich schon, dass wenn du viel Koreanisch oder viel eine Sprache lernst und hörst und redest, dann kommt das bestimmt irgendwann. Und ich habe jetzt seit einigen Tagen meine Kletterstange hier und mir hat eine Person geschrieben, dass sie mir das nicht empfehlen würde, da der Grund ist, dass die Sachen schnell einstauben und dass es unruhig aussieht. Und ja, das ist halt ein mega, mega guter Punkt, den ich voll wichtig finde. Deswegen nochmal danke, dass du mir das geschrieben hast. Ich möchte auch gar nicht die Stange erstmal so in meinem Zimmer haben, um viel irgendwie darin zu verstauen oder viel darauf zu haben, sondern dass es eher so ist, dass ich Dinge haben möchte, die zusammenpassen. Also auch, dass es natürlich von außen ästhetisch aussieht, aber auch, dass Dinge wirklich zusammenpassen. Also farblich beispielsweise. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass meine kleine Stange gar nicht so unordentlich aussieht momentan. Da, ich kann es euch mal zeigen. Da ich finde, dass es eigentlich relativ ordentlich ist. Also hier sind halt so die dunkleren Sachen, grau, schwarz, dann habe ich hier diese beige, weiß, braunen Sachen und ich finde, das passt eigentlich relativ gut zusammen. Aber es war trotzdem ein guter Punkt, deswegen danke nochmal, dass du mir das gesagt hast. Und eine Sache, die ich auch so oft gefragt werde, ist zu meinem Notion School Setup, also sozusagen wie ich Notion für meine Schulnotizen benutze. Und die Sache ist halt, ich würde es eigentlich euch voll gerne zeigen, aber ich benutze es halt irgendwie nicht. Also ich war anfangs mega motiviert, das zu machen und so ein Notion Setup zu haben für meine Schule, aber die Sache ist halt, ich benutze es nicht. Ich benutze es einfach nicht mehr, da ich nämlich in der Schule keine Notizen auf meinem Laptop mache oder auf dem Handy mache, weil wir halt das nicht dürfen. Und also ich mache alles auf Papier. Deswegen brauche ich auch mein Notion School Setup nicht wirklich. Ja, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, aber ich benutze es aber nicht und das ist auch der Grund, warum es nicht kommt. Das haben sich nämlich viele gefragt und der Grund, warum das nicht online kommt, ist, dass ich es nicht benutze und ich euch das deswegen auch nicht so wirklich zeigen kann. Also ich werde jetzt gleich noch Haare waschen gehen, aber davor werde ich wahrscheinlich noch mal kurz rausgehen. Und übrigens, wenn ich jetzt hier gerade so mein Vision Board sehe, muss ich gerade daran denken, dass ja morgen ein Video online kommt zu meinem Vision Board und dann werde ich euch dann einfach morgen mein ganzes Vision Board zeigen und euch erklären, was es damit auf sich hat und was die einzelnen Sprüche und Bilder bedeuten sollen. Deswegen, falls ihr das interessiert, dann bleibt sehr gerne noch bis morgen dran, beziehungsweise komm morgen wieder hier auf den Kanal Lara Emily, um das nicht zu verpassen. Ich würde auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken dieses Vlogs hier heute. Ich hoffe, du hattest vielleicht ein bisschen Spaß, hattest vielleicht ein bisschen inspiriert und motiviert und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon morgen wieder zu meinem Vision Board Video. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss!